Sollte man Angst davor haben? Vor dem Zwangsvollstreckungsrecht im ersten juristischen Staatsexamen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es braucht keine Angst, obwohl das Zwangsvollstreckungsrecht alias ZPO 2 tatsächlich in den Ausbildungsgesetzen aller Bundesländer einigermaßen parallel drinsteht. Das heißt, es kann überall im ersten juristischen Staatsexamen abgeprüft werden, in den Klausuren, vielleicht in einer Zusatzfrage oder auch in der mündlichen Prüfung. Aber tatsächlich sind nur die Grundlagen des Zwangsvollstreckungsrechtsexamens relevant. Und diese Grundlagen, die sind auch direkt sehr klar beschrieben in den Ausbildungsgesetzen. Insofern lässt sich das mit ein bisschen Arbeit tatsächlich sehr, sehr gut erfassen. Es ist deswegen, glaube ich, überhaupt gar keine gute Idee, hier auf Lücke zu lernen. Das ist nie eine gute Idee, aber hier im Zwangsvollstreckungsrecht ganz besonders nicht. Denn es ist keine Materie, die man sich nicht erarbeiten könnte. Es ist nur eine, die vielleicht manchmal in den Vorlesungen unten durchfällt. Deswegen finde ich, machen wir das mal zusammen. Schauen wir uns mal die Grundlagen des Zwangsvollstreckungsrechts an. Ich glaube, das ist auch für Ihre berufliche Zukunft als Juristinnen und Juristen eine gute Idee. Ich weiß nicht, was Sie später machen werden, ob Sie Anwältin werden oder Richterin oder ob Sie in der Staatsanwaltschaft arbeiten werden oder in einem Unternehmen. Aber in sehr, sehr vielen Kontexten werden Sie tatsächlich mit dem Zwangsvollstreckungsrecht in Berührung kommen. Denn nicht alle diejenigen, die an einem Erkenntnisverfahren alias ZPO 1 teilgenommen haben, halten sich an das, wozu sie dort verpflichtet wurden oder wozu sie sich dort verpflichtet haben. Und weil dieser Bereich des Zwangsvollstreckungsrechts auch gleich ein Bereich ist, der mit staatlicher Hoheitsgewalt in besonderem Maße in Berührung kommt, ist es, glaube ich, etwas, was man wirklich nicht irgendwie außen vor lassen sollte, sondern wo es eine gute Idee ist, sich mal damit zu beschäftigen. Und das wollen wir in diesem Video einfach mal zusammen tun. Wir werden an vielen Stellen tatsächlich erst einmal die wichtigsten Vorschriften im Gesetz lesen. Gleichzeitig werde ich Ihnen auch das eine oder andere Schema mal aufschreiben auf der digitalen Wand. Und Sie können vielleicht sogar auch die eine oder die andere Karteikarte sich dazu schreiben, damit das, was wir jetzt gerade zusammen machen, damit Sie das in der Woche wiederholen können, in einem Monat nochmal und damit das nicht hinten runterfällt, sondern damit das die Grundlage dafür ist, dass Sie jetzt dann bald zur Expertin oder zum Experten in Zwangsvollstreckungsrecht werden. Gehen wir gemeinsam rein. Zunächst einmal kann ich sagen, dass das Zwangsvollstreckungsrecht, was die Ausbildungsgesetze da vorgeben, sich in drei Teilbereiche gliedert, die Sie im Examen können müssen. Nämlich zunächst die Vollstreckungsvoraussetzungen, die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen. Wann darf es losgehen mit der Vollstreckung? Dann der zweite Bereich sind verschiedene Arten der Zwangsvollstreckung, wie die Zwangsvollstreckung vor sich gehen kann. Auch das ist, glaube ich, ganz gut zur Illustration, damit man weiß, wie das in der Praxis so läuft. Und der dritte Bereich sind Rechtsbehelfe, das heißt die Frage, wenn da was schief läuft, wie kann man sich als Betroffener dann wehren? Und wir gehen direkt mal rein in den ersten dieser drei Bereiche. Das ist tatsächlich auch ein relativ einfach zugänglicher Bereich, also ein guter Start. Und ich nehme Sie hier mit auf meine digitale Wand. Und ich schreibe direkt mal drüber, dass wir uns jetzt mit den allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen beschäftigen. Sie dürfen das gerne mitschreiben. Man sagt ja, dass man nicht nur mit dem Kopf lernt, sondern auch mit der Hand. Will sagen, dass Sie vor allen Dingen das im Kopf behalten, was tatsächlich auch mal durch Ihren Griffel gegangen ist. Ich habe das seinerzeit im Studium gerne mit Karteikarten gemacht und probieren wir es mal aus. Vielleicht ist das für Sie auch etwas, womit Sie gut arbeiten können. Das ist jetzt also unsere Überschrift hier für das erste Drittel. Und an Vollstreckungsvoraussetzungen gibt es 3 bis 4, je nachdem, in welches Schema man schaut. Die vierte ist ansonsten eine gewisse Selbstverständlichkeit und die schauen wir uns jetzt einfach mal nacheinander an. Die erste Vollstreckungsvoraussetzung ist ein sogenannter Titel. Ich nenne sie zunächst einmal nur. Die zweite Voraussetzung ist eine sogenannte Klausel. Die dritte Voraussetzung ist die Zustellung. Und die vierte Voraussetzung, wenn man sie denn noch als solche aufführen möchte, ist ein sogenannter Antrag. Diese 4 Voraussetzungen für
die Vollstreckung, dafür, dass es losgehen kann mit der Zwangsvollstreckung, die sollten Sie im Schlaf runterbeten können, die dürfen Sie auswendig können. Das hilft Ihnen gerade auch in angespannten Situationen wie in der mündlichen Prüfung, wenn Sie sich aufgrund der Aufregung vielleicht Dinge auch nicht mehr so einfach ableiten können, sondern wenn es nur noch darum geht, das, was schon immer in Ihrem Kopf war, jetzt auch wirklich abliefern zu können, dann hilft Ihnen das, dort schon mal zu sagen, worauf es bei der Vollstreckung im Ausgangspunkt ankommt. Zugleich ist es natürlich das einfach auswendig gelernt, nichts, was Ihnen jetzt das große Verständnis bringt. Deswegen sollten wir uns auch noch einen Moment damit beschäftigen, was hinter diesen vier Wörtern steht. Und da beginnen wir ganz oben beim Titel. Da schreibe ich Ihnen mal eine Hausnummer dahinter. Ich verzichte mal der Einfachheit halber auf das Paragraphenzeichen, auf das BGB dahinter. Aber Sie wissen, das dürfen Sie in der Klausur nicht tun, sondern das machen wir jetzt hier nur, damit ich nicht zu viel Zeit mit Schreiben verbringe. Und wir schauen mal gleich gemeinsam in die Vorschrift rein. Gut, wenn Sie die ZBO gleich auch bei sich haben. Manche von Ihnen werden ja vielleicht sogar auch kommentieren oder unterstreichen dürfen und für den Zweck. Aber auch ansonsten ist es gut, wenn man tatsächlich auch mal eine bildliche Vorstellung vom Gesetz hat und das gemeinsam gelesen hat. Das tun wir mal mit dem Paragraphen 704. Der ist denkbar kurz. Da steht drin, die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind. Und Sie hören raus, Rechtskraft mal als der Normalfall. Da hat ein Gericht final entschieden im Erkenntnisverfahren über einen bestimmten Streit. Dann soll das natürlich der Ausgangspunkt dafür sein, dass wenn eine Partei nicht will, was ihr befohlen ist, dass dann tatsächlich auch staatliche Hoheitsgewalt bemüht wird, um diese Entscheidung durchzusetzen. Das ist gemeint mit Titel. Ein Urteil ist gewissermaßen die erste Form eines Titels, mit dem dann ein Vollstreckungsorgan loslaufen und die Zwangsvollstreckung betreiben kann. Tatsächlich, auch wenn man das von außen beim ersten Hinsehen nicht so denkt, ist das Urteil nicht die einzige Möglichkeit eines Titels, nicht die einzige Form eines Titels, sondern es gibt tatsächlich noch andere Vollstreckungstitel. Und das ist ein bisschen unbequem, weil das nicht direkt in der Folgevorschrift steht, sondern in einer anderen Ecke der ZPO. Manche von Ihnen werden sich das kommentieren dürfen. Diejenigen könnten sich an den 704 ranschreiben, den Paragraphen 794. Das ist die zweite Vorschrift, die Sie hier kennen müssen. Paragraph 794 ZPO. Und auch den schauen wir zumindest mal am Anfang kurz rein. Da steht schon drüber weitere Vollstreckungstitel. Und Sie sehen direkt schon mal am Anfang von Absatz 1, die Zwangsvollstreckung findet ferner statt aus das und das und das und das. Jetzt kommt da also ein ganzer Katalog an weiteren Titeln, die ebenso wie ein Urteil zur Grundlage der Zwangsvollstreckung werden können. Diejenigen, die sich das nicht kommentieren können, die merken sich vielleicht, dass beides irgendwie Vorschriften sind, die mit einer 7 beginnen und mit einer 4 enden. So habe ich das damals tatsächlich im Studium getan, bevor ich so den großen Überblick über die ZBO hatte. Und wir schauen jetzt nicht den ganzen Katalog durch. Sie sehen da hinten zum Beispiel irgendwelche europäischen Titel aus europäischen Verfahren. Die werden schon mit der Zeit auch wichtiger. Aber für Sie ist vor allen Dingen Nummer 1 und Nummer 4 aus diesem Katalog wichtig. Nummer 1, der sogenannte Prozessvergleich. Kein kleines Blümchen am Mauerrand, sondern etwas, was vor deutschen Zivilgerichten tatsächlich eine sehr, sehr große Bedeutung hat. In jedem vierten Verfahren ungefähr wird am Ende ein Vergleich geschlossen zwischen den Parteien, entweder auf Vorschlag des Gerichtes oder vor dem Gericht. Und dann haben Sie nicht nur einen materiellrechtlichen Vergleich nach 779 BGB, sondern Sie haben tatsächlich einen solchen Prozessvergleich. Und dieser Prozessvergleich, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, wenn die Parteien dem freiwillig zugestimmt haben, dass tatsächlich sie auch nachher freiwillig erfüllen werden. Aber wenn Sie kurz vor so einem Vergleichsschluss stehen und Sie denken, Sie würden aber auch wohl noch ein Urteil bekommen, dann würden Sie sich fragen, warum sollte ich mich auf den Vergleich einlassen, wenn der denn kein Vollstreckungstitel wäre, wenn ich dann wieder klagen müsste. Oder ich jedenfalls nicht die Hoheitsgewalt des Staates dann bemühen könnte, um das, wozu sich meine Gegenseite jetzt hier verpflichtet hat, tatsächlich auch durchzusetzen. Und das ist der Hintergrund dafür, weswegen man sagt, ja, auch Prozessvergleiche sind wie Urteile Titel, die zum Ausgangspunkt einer Zwangsvollstreckung werden können. Ja, dann sehen Sie Nummer 2, Kostenfestsetzungsbeschlüsse. Auch das soll relativ schnell und einfach gehen, dass die Kosten beigetrieben werden können. Aber besondere Aufmerksamkeit ist noch einmal verlangt bei Absatz 1 Nummer 4, Vollstreckungsbescheide.
Das wissen Sie wahrscheinlich schon aus meiner oder einer anderen Erkenntnisverfahrensvorlesung zu ZBO 1, dass ein Vollstreckungsbescheid auf einen Mahnbescheid folgt, wenn er denn beantragt ist und wenn der Mahnbescheid unwidersprochen bleibt. Und auch so ein Vollstreckungsbescheid kann zur Grundlage einer Zwangsvollstreckung werden. Das sind die Titel, die Sie wissen müssen. Und wenn Sie diese beiden Hausnummern im Kopf haben, 704 und 794, kann Ihnen da eigentlich nichts passieren. Die zweite Voraussetzung, Klausel, Vollstreckungsklausel. Und auch da haben wir eine Vorschrift, die Sie sich merken dürfen, die mit 7 beginnt und mit einer 4 endet, nämlich der Paragraph 724. Und auch hier wissen Sie vielleicht von außen betrachtet gar nicht, was eine Vollstreckungsklausel ist. Aber der 724, der erklärt es uns. Und vor allen Dingen erklärt es uns auch, warum es diese Voraussetzung braucht. Schauen Sie mal gemeinsam mit mir rein in den 724. Absatz 1. Die Zwangsvollstreckung wird aufgrund einer mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigung des Urteils, und das nennt man dann eine vollstreckbare Ausfertigung, durchgeführt. Was Sie zunächst einmal aus dem 724 entnehmen können, wenn der da spricht von Ausfertigungen, dann können Sie sich vorstellen, offenbar kann es von einem Titel, insbesondere von einem Urteil, mehrere Ausfertigungen geben. Und nur eine dieser Ausfertigungen wird mit einer Vollstreckungsklausel versehen. Und das erklärt eigentlich auch schon, warum es so eine Klausel braucht. Denn stellen Sie sich vor, es gibt da 3 oder 4 Ausfertigungen eines Urteils, dann könnte ich als Urteilsgläubiger ja theoretisch hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Ausfertigungen, die nehme ich jetzt und gehe zu verschiedenen Gerichtsvollziehern zum Beispiel hin. Und der einen Gerichtsvollzieherin gebe ich eine Ausfertigung, der nächsten die nächste. Vielleicht ist im Urteil tenoriert ein Anspruch in Höhe von 10.000 Euro. Und wenn ich da 3 oder 4 Gerichtsvollzieher losschicke, dann habe ich am Ende 3 oder 4 Mal das Geld, was mir zusteht. Es wird gewissermaßen übervollstreckt. Das möchte natürlich das Zwangsvollstreckungsrecht nicht. Und deswegen sagt es, es mag ein Bedürfnis geben nach mehreren Ausfertigungen eines Urteils, aber bitte nur auf einer dieser Ausfertigungen soll die Vollstreckungsklausel obendrauf sitzen. Und nur das ist die Ausfertigung, die eine Gerichtsvollzieherin nehmen darf zum Ausgangspunkt der Zwangsvollstreckung. Also Schuldnerschutz, wenn Sie so wollen, was hinter diesem Paragraphen 724 und hinter dieser zweiten Voraussetzung steht. Dann die dritte Voraussetzung, Zustellung. Auch eine Voraussetzung, die mit Schuldnerschutz zusammenhängt. Und auch hier gibt es eine Hausnummer, nämlich den Paragraphen 750. Und auch da schauen wir kurz rein, brauchen wir nicht komplett zu lesen. Absatz 1, Satz 1, die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn die Personen, die darin daraus etwas zahlen sollen, wenn die namentlich bezeichnet sind im Urteil und wenn ihnen das Urteil bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird. Warum? Schuldnerschutz, klare Sache, weil wir natürlich wollen, dass die Zwangsvollstreckung niemanden überfällt, sondern dass mindestens zeitgleich, idealerweise schon vorher, der Vollstreckungsschuldnerin sehr klar gesagt wird, du musst hier zahlen, denn hier ist das Urteil, hier ist der Titel, der dich dazu verpflichtet. 750 ZPO. Und die letzte Voraussetzung, die nicht alle Schemata aufführen, die vielleicht auch ein bisschen eine Sache der Selbstverständlichkeit ist, ein Antrag, natürlich, einen Antrag braucht es, damit unsere Vollstreckungsorgane überhaupt loslaufen und die Zwangsvollstreckung betreiben. Gute Nachricht, das war schon das erste Drittel dessen, was unsere Ausbildungsgesetze vorsehen, dass Sie das im Examen können sollten. Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen. Voraussetzungen dafür, dass die Zwangsvollstreckung überhaupt beginnen kann. Jetzt gehen wir zum zweiten unserer 3 Schritte und ich mache dafür ein neues Blatt hier auf meiner digitalen Flipchart auf und habe eine Überschrift für Sie und die lautet Arten der Zwangsvollstreckung. Auch das finden Sie in diesen Prüfungsgesetzen, Ausbildungsgesetzen eigentlich so beschrieben. Und damit gemeint ist, dass Sie gerne wissen dürfen im Examen, wie denn eine Zwangsvollstreckung nach welchen Vorschriften so ungefähr vor sich geht. Und das ist jetzt so
im Verhältnis wahrscheinlich eher der komplexeste Content, den sie hier haben. Ich versuche das jetzt mal durch so eine Art Strukturzeichnung anzudeuten. Sie haben zunächst einmal eine Grobunterteilung bei verschiedenen Arten der Zwangsvollstreckung, nämlich eine Grobunterteilung, die danach fragt, was ist eigentlich das, was die Gläubigerin unserer Zwangsvollstreckung eigentlich will? Was ist da im Urteil tenoriert? Das ist eine Frage, die tatsächlich vom materiellen Recht ausgeht. Sie wissen ja, dass wenn Sie in der allgemeinen Zivilrechtsklausur einen Anspruch prüfen, dann kann das sein, dass dieser Anspruch auf Geld geht, auf zum Beispiel Schadensersatz, auf Zahlung eines Kaufpreises, auf Rückzahlung eines gezahlten Werklohns, was auch immer. Das ist denkbar und das ist natürlich in der Praxis, sind das sehr, sehr viele Fälle, die aus Geldforderungen gehen. Ich mache deswegen hier mal einen Unterpunkt Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen. Das ist das, was die Gläubigerin haben möchte. Aber es gibt tatsächlich auch noch anderes. Es gibt tatsächlich auch noch die Zwangsvollstreckung auf Herausgabe von Sachen. Da könnten sich zum Beispiel den 985 BGB vorstellen. Die 985 BGB vorstellen, wo eine Eigentümerin von einer Besitzerin die Herausgabe eines bestimmten physischen, körperlichen Gegenstands verlangt. Da kommen Sie mit den Geldforderungen nicht weiter, sondern da wollen Sie tatsächlich genau diesen Gegenstand haben. Und das dritte ist so ein bisschen eine Gruppe. Das wäre die Zwangsvollstreckung auf, vielleicht schreibe ich hier nochmal ZV für Zwangsvollstreckung drüber, das wäre die Zwangsvollstreckung auf Vornahme von Handlungen, Unterlassungen und vielleicht auch mal der Abgabe einer Willenserklärung. Abgabe von Willenserklärungen. Auch das können Sie sich vorstellen. Zum Beispiel Unterlassungsanspruch, Paragraph 1004, kennen Sie, da gibt es die beiden Alternativen, 1004 Absatz 1, Sie machen entweder einen Beseitigungsanspruch geltend, wenn eine Eigentumsbeeinträchtigung da ist, das wäre ein Handlungsanspruch oder ein Unterlassungsanspruch für die Zukunft, bitte betritt nicht mehr mein Grundstück, so etwas. Und es kann auch mal eine Zustimmung als Willenserklärung oder es kann eine, im Gesellschaftsrecht passiert das zum Beispiel regelmäßig, dass eine Willenserklärung abgegeben werden muss und dass ich dann gewissermaßen auf Mitwirkung gesellschaftsintern verklagt werde und dann muss ich eine Willenserklärung abgeben. Das ist natürlich nicht der absolute Regelfall, aber das kann auch das Ziel eines materiellrechtlichen Anspruchs sein und damit auch ein Ziel der Zwangsvollstreckung sein. Sie könnten das, was wir uns jetzt hier angeschaut haben, schon mal als so eine Art Grobgliederung theoretisch auf eine Karteikarte drauf schreiben, wenn Sie damit arbeiten wollen. Ich schreibe Ihnen noch Hausnummern dazu. Bei den Geldforderungen sind wir bei den Paragraphen 802a folgende. Bei der Herausgabe von Sachen sind Sie in den Paragraphen 883 folgende. Und bei der Vornahme von Handlung und Unterlassung, Abgabe von Willenserklärung sind Sie in den 887 folgende. Und an der Stelle kann ich Ihnen schon sagen, dass der dritte Bereich, da wenn es da mal problematisch wird, dann sehen Sie das in den Vorschriften selbst. Also zum Beispiel, wann da tatsächlich auch mal schlimmere Zwangsmittel angewendet werden können. Also wann ein Zwangsgeld vielleicht möglich ist, wann tatsächlich auch mal jemand in Haft genommen werden kann. Das sind sehr scharfe Schwerter, die allerdings auch tatsächlich im Zwangsvollstreckungsrecht der Ausnahmefall sind. Herausgabe von Sachen, das was jetzt hier in der Mitte steht, ist ebenfalls ein Bereich, wo man sagt, also das ist eigentlich nicht der Normalfall, da haben Sie, Sie sehen, dass zwischen 883 und 886 spielt das ganze Spiel, da gibt es auch nicht so viele Vorschriften. Für Sie an der Stelle ist erst einmal wichtig, dass Sie diese Grobunterteilung kennen und wir werden uns jetzt einmal konzentrieren auf diesen links abgebildeten Bereich, wo es geht um die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen.
Und den können wir direkt unterteilen noch einmal in zwei Unterbereiche, nämlich einmal die Zwangsvollstreckung ins bewegliche Vermögen und wenn das schon so dasteht, dann ahnen Sie, dass das andere ist, die Zwangsvollstreckung in Immobilien. Und Sie könnten sich dazu schreiben, was ich jetzt hier nicht mehr aufnehme, auch in den Haftungsverband einer Immobilie. Sie wissen ja vielleicht, dass es bei der Immobilie so immer Streitfragen gibt, was gehört noch dazu. Zum Beispiel geht es da um die Zwangsvollstreckung in einem Bauernhof und Sie sehen, dass dort in der Scheune ein Traktor steht. Ein Traktor kann viel Geld wert sein und Sie fragen sich, ja, gehört das noch dazu? Wesentlicher Bestandteil ist es wahrscheinlich nicht, aber ist es vielleicht Zubehör dieses oder Inventar dieses landwirtschaftlichen Guts und erstreckt sich die Zwangsvollstreckung dann auch dort hinein. Zu diesem jetzt hier unten in der Mitte abgebildeten Bereich mache ich Ihnen eine kleine Ergänzung, die uns wegführt, teilweise sogar aus der ZPO. Zunächst einmal dürfen Sie wissen, das ist niedergelegt in den Paragraphen 64 folgende. Sie könnten da auch mal reinschauen. Machen wir gleich sofort. Ich sage Ihnen aber auch dazu, dass es noch ein eigenes Gesetz für diese Art von der Zwangsvollstreckung gibt, nämlich das ist das Zwangsversteigerungsgesetz. Da geht es um Zwangsverwaltung von Grundstücken und um die Zwangsversteigerung von Grundstücken, die nochmal einem speziellen Gesetz unterfällt. Und dieses ZVG, da können Sie, nehmen Sie sich mal vor, heute Abend, bevor Sie ins Bett gehen oder so, blättern Sie mal im Schönfelder nach. Das ist dort die Ordnungsziffer 108. Ich schreibe mal SF für Schönfelder 108. Da können Sie mal ein bisschen im Zwangsversteigerungsgesetz schmökern. Das würde jetzt den Rahmen dieser kleinen Einführungseinheit sprengen, wenn wir da viel Zeit darauf verwenden würden. Aber Sie dürfen wissen, dass es das ZVG gibt. Es ist eigentlich ein einfach verständliches Gesetz und wenn wir vielleicht hier auf YouTube auch mal eine ZBO 2 Vorlesung machen, wo es dann mehrere Termine gibt, dann schauen wir da natürlich auch näher rein. Für den Moment soll es mir genügen, dass Sie mal kurz reinschauen in den Paragraphen 864 folgende. Da sehen Sie Gegenstand der Immobiliarvollstreckung, worum geht es da, Verhältnis zur Immobiliarvollstreckung, wie kann da vollstreckt werden und Sie sehen in den Überschriften auch schon, da kann zum Beispiel eine Zwangshypothek so etwas eingetragen werden. So geht man eben mit Grundstücken in der Zwangsvollstreckung um. Sehr viele Details wird man Ihnen da nicht abverlangen. Und das führt für uns dazu, jetzt kann ich den nächsten grünen Kreis machen, dass wir uns an der Stelle jetzt nochmal auf das konzentrieren, was für Sie dann auch die größte Bedeutung hat, nämlich das, was links unten steht und was wofür ich dann hier gleich ein neues Flipchart aufmachen würde und was Sie vielleicht auch nochmal auf eine separate Karteikarte nehmen, nämlich die Zwangsvollstreckung ins bewegliche Vermögen. Denn viel von den Problemen, die Sie umtreiben, auch in einer Zwangsvollstreckungsklausur oder in einer Klausur mit so einer Anhangsfrage zum Zwangsvollstreckungsrecht, wird sich in diesem Bereich hier links unten bewegen. Deswegen nehme ich Sie jetzt in diesen Bereich mit. Wir haben gewissermaßen das Pferd von hinten aufgezäumt und das ist dann auch schon unser letzter Punkt zu den Arten der Zwangsvollstreckung. Also schauen wir auf diesen Punkt nochmal hin. Zwangsvollstreckung ins bewegliche Vermögen. Ich mache ein neues Flipchart dazu und mache auch noch eine neue Überschrift dazu. Zwangsvollstreckung ins bewegliche Vermögen. Und hier lohnt es dann tatsächlich auch, dass wir selbst bei dieser kurzen Einheit doch noch einen Blick in die eine oder andere Vorschrift reinwerfen. Und das hier, was wir hier sehen, können wir aufteilen, auch wiederum in drei Punkte, nämlich allgemeine Vorschriften, dann Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen und die Zwangsvollstreckung in Forderungen. Nochmal zur Verortung gedanklich, wir sind hier bei einer Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung, die die Gläubigerin hat und sie will also Geld haben und jetzt überlegen wir uns, wo kriegt sie das Geld her und wir sagen, naja, Immobilien sind jetzt hier vielleicht nicht da, deswegen sind wir bei den Mobilien
Und dort schauen wir uns jetzt mal an, was unsere Schuldnerin so hat und wie wir das versilbern können. Das ist hier die Frage. Es gibt zunächst mal allgemeine Vorschriften. Schauen Sie mal mit mir rein. Ich hatte Sie schon auf den Beginn dieser Vorschriften verwiesen. Sie sehen das in den 802a folgende. Da geht es um bestimmte allgemeine Vorschriften. Die gibt es tatsächlich auch noch nicht so lange. Das sind ein paar Sachen vor die Klammer gezogen. Wir schauen jetzt konkret mal rein, einige Seiten weiter, in den Paragraphen 803 und in den Paragraphen 804. Diese Hausnummern kommen brav auch zu diesem ersten Ast des Baumes und wir schauen mal kurz drauf. Wenn ich denn wegen einer Geldforderung ins bewegliche Vermögen vollstrecken möchte, dann tue ich das, sagte 803, durch eine sogenannte Pfändung. Eine Pfändung. Und das erinnert Sie jetzt an bestimmte Dinge, die wir, vielleicht waren Sie gerade in meiner Online-Vorlesung Sachenrecht, auch dort oder sogar in der Schuldrechtsvorlesung schon im materiellen Recht besprochen haben. Im materiellen Schuldrecht beim Vermieterpfandrecht etwa oder beim Werkunternehmerpfandrecht und im Sachenrecht, wo es um das private vertragliche Pfandrecht an bestimmten Gegenständen geht. Und immer wenn es um das Pfandrecht geht, geht es um ein Recht dazu, dass man sehr einfach gesprochen einen Gegenstand versilbern darf, um sich daran zu befriedigen, um gewissermaßen an Geld zu kommen. Und es kann sein, dass Sie schon ein Pfandrecht aus diesen Vorschriften des materiellen Rechts haben, weil Sie ein Pfandleihhaus sind, 1204 folgende BGB, und jemand ist zu Ihnen gekommen, da hat Ihnen irgendeine goldene Uhr gegeben. Wunderbar. Oder weil Sie Vermieterin sind und da hat irgendein tolles, ein toller Einrichtungsgegenstand in der von Ihnen vermieteten Wohnung wurde von der Mieterin eingebracht und jetzt haben Sie ein Pfandrecht daran und können aus diesem Pfandrecht heraus die Sache verwerten. Aber es kann eben sein, dass es solche materiellrechtlich angeordneten Pfandrechte nicht gibt. Und dann sagt uns jetzt der 803 und dann auch der 804, dann gibt es so ein zivilprozessual angeordnetes Pfandrecht. Schauen Sie in den Paragraphen 804 herein. Pfändungspfandrecht heißt es. Das ist eine komische Doppelung in diesem Begriff. Aber ich glaube, wenn man sich klar macht, dass die Pfandrechte auch schon aus dem materiellen Recht kommen können, dann ist klar, dass hier in diesem Fall ist es ein Pfandrecht, das eben erst durch die Pfändung der Gerichtsvollzieherin entsteht. Durch die Pfändung, sagt uns der 804, erwirbt der Gläubiger ein Pfandrecht an dem gepfändeten Gegenstande. Klingt, wie gesagt, doppelt gemoppelt, aber heißt, erst dadurch gibt es überhaupt ein Recht dazu, mit der Versilberung voranzuschreiten. Und jetzt dürfen Sie wissen, dass es da einen Streit gibt, deswegen schreibe ich das jetzt in roter Farbe rein. Es gibt einen Streit um die Rechtsnatur des Pfändungspfandrechts. Und da gibt es verschiedene Theorien, rechts, links, Mitte, wie ich zu sagen pflege, nämlich einmal die privatrechtliche Theorie, die als solche eigentlich nicht mehr vertreten wird, die sagt, die Frage, ob ein Pfändungspfandrecht entsteht, 804, die muss doch davon abhängen, ob die Forderung, deren wegen jetzt hier die Pfändung betrieben wird, ob die nach zivilrechtlichen Grundsätzen, materiellrechtlichen Grundsätzen tatsächlich auch berechtigt ist. Und wenn diese Forderung nicht berechtigt ist, dann sagt diese privatrechtliche Theorie, dann kann ein Pfändungspfandrecht nicht entstehen und sie geht sogar noch weiter und sagt, dann ist auch der ganzen dann folgenden Pfändung und Versilberung und Auszahlung an die Gläubigerin ist der ganzen Sache der Boden entzogen. Also alles hängt am Privatrecht, sagt die rein privatrechtliche Theorie. Die schreibe ich mal jetzt hier ganz an den linken Rand. Privatrecht soll das heißen, ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen. Schauen wir uns aber die andere Seite noch an. Es gibt auch die rein öffentlich-rechtliche Theorie. Und die rein öffentlich-rechtliche Theorie sagt, also das, was wir hier machen, Zwangsvollstreckung, das ist halt etwas, was von staatlichen, vielleicht beliehenen oder ansonsten im Bereich des öffentlichen Rechts tätigen Organen des Zwangsvollstreckungsrechts, Vollstreckungsorganen betrieben wird. Und wir haben hier eigentlich eine ganz öffentlich-rechtliche Materie. Da kann uns nicht mehr interessieren, was früher im Privatrecht gelaufen ist, sondern hier müssen wir wirklich nach öffentlich-rechtlichen Grundsätzen beurteilen.
Erstens, ob das Pfändungspfandrecht entstanden ist. Das würde bedeuten, mit der sogenannten Verstrickung, das ist der Kuckuck, den ich auf einen Gegenstand in der Wohnung der Schuldnerin aufklebe. In dem Moment, wo der Kuckuck drauf sitzt, entsteht das Pfandrecht, unabhängig davon, ob das privatrechtlich legitimiert ist oder nicht. Und erst recht, sagt die öffentlich-rechtliche Theorie, ist es bei der Verwertung so. Das heißt, wenn das Ganze nachher seinen Vollstreckungsgang geht, das Ganze wird versilbert, es wird ausgezahlt an die Gläubigerin, dann können wir uns nicht mehr dafür interessieren, was im Privatrecht vielleicht auch schiefgelaufen ist, wo vielleicht das Urteil materiell-rechtlich auf einer falschen Anspruchsgrundlage oder auf unzutreffenden Tatsachen beruhte. Die herrschende Meinung, die natürlich für sich gesehen, ich wiederhole das lieber einmal zu viel, kein Argument ist, aber die tatsächlich bei diesem Fall, wie ich finde, auch überzeugend das Für und Wider dieser beiden Extremtheorien abwägt, ist die sogenannte gemischte privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie. Gemischt schreibe ich wirklich nur kurz darunter. Und die sagt, für die Entstehung des Pfandrechts, also ob das, was wir hier mit 804 Absatz 1 sehen, ob es da tatsächlich ein Pfändungspfandrecht entsteht, das ist tatsächlich eine privatrechtlich zu beurteilende Frage. Das heißt, wenn es privatrechtlich irgendwo hakt, wenn wir sagen, materiell rechtlich gibt es keinen Anspruch der Gläubigerin, dann sagen wir, dann entsteht tatsächlich ein Pfändungspfandrecht nicht. Aber wenn dann die Vollstreckung voranschreitet und wir fragen uns, wie jetzt im weiteren Verlauf der Flügel, auf den der Kuckuck gepappt wurde, dann vielleicht auch irgendwann mal versteigert wird und das Geld ausgezahlt wird an die Gläubigerin, dann ist dieser Fortgang und die Verwertung des Pfandes, das ist eine öffentlich-rechtlich zu beurteilende Frage, eben deswegen, weil insoweit sagt die gemischte Theorie uns die öffentlich-rechtliche Theorie überzeugt, die da sagt, das ist ein hoheitlicher Vorgang, den dürfen wir jetzt nicht stören durch einen erneuten Zurückblick auf das Privatrecht. Irgendwann muss gewissermaßen, muss auch mal gut sein mit dem Privatrecht, könnte man sagen. Dieser Streit ist für Sie, wenn Sie ihn zum ersten Mal hören, vielleicht ein bisschen neu und unzugänglich. Wenn das für Sie nur eine Wiederholung war, wunderbar, dann hat es jetzt wahrscheinlich den Kern des Theorienstreits nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Ansonsten würde ich Sie tatsächlich ermuntern, das nochmal in einem Lehrbuch oder in einer sonstigen Lernressource einmal nachzuarbeiten, vielleicht nochmal aus einem anderen Munde zu hören als meinem, vielleicht auch nochmal mit einem Fall irgendwie durchzuspielen, denn das ist tatsächlich eines der Probleme im Zwangsvollstreckungsrecht, das mit auch für das Examen die größte Bedeutung hat. Schauen wir noch kurz auf die beiden anderen Punkte, die hier unter dem mittleren und dem rechten Ast in unserer Darstellung stehen. Einmal Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen, das haben wir jetzt eigentlich schon vorausgesetzt. Ich schreibe Ihnen nochmal die Vorschriften dazu, 808 folgende, und würde vielleicht sogar nochmal einfach hervorgehoben die 811 folgende dazu schreiben. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Im 808 steht das, was wir eben schon einfach unterstellt haben, nämlich, dass diese Pfändung durch eine Gerichtsvollzieherin vorgenommen wird. Das ist die Person, das Vollstreckungsorgan, das dazu befugt ist, wenn es um eine Geldforderung geht, die durchzusetzen ist, im beweglichen Vermögen der Schuldnerin herumzurühren und zu schauen, was gibt es denn da Gutes. Und dann schauen Sie eben nochmal auf die Paragraphen 811 folgende. Auch das ist ein zumindest regelmäßiger Prüfungsgegenstand, unpfändbare Sachen. Da gibt es, wir lesen das jetzt nicht im Detail nach, aber bestimmte Gegenstände, die brauchen die Menschen einfach zum Leben. Also die Kleidung, die sie am Leibe tragen, den Tisch in ihrer Küche, den Kühlschrank, vielleicht, da könnte man theoretisch diskutieren, den Fernseher, solche Sachen, die sie für den Alltag brauchen, wenn sie einen Bauernhof betreiben, vielleicht auch das Vieh, Nummer 4, solche Dinge, ist in erfreulichem Detail, Sie sehen, da ist die Rede von Milchkühen und so weiter, im erfreulichen Detail in unserer natürlich weidlich alten ZPO aufgeführt. Ich glaube, die Ratio, die dahinter steht, ohne dass wir das im Detail lesen, ist klar, den Leuten soll nicht das genommen werden, was sie unbedingt zum Leben brauchen. So weit, so erbarmungslos ist das Zivilprozessrecht dann tatsächlich an der Stelle nicht. Und wenn es an der Stelle mal ein bisschen schwieriger wird, dann kann es sein, dass zum Beispiel der Paragraph 811a noch eine Rolle spielt, die sogenannte Austauschpfändung. Auch dazu pflanze ich mal ein kleines Beispiel bei Ihnen in den Kopf. Vielleicht würden Sie unter 811 noch sagen, ja, so eine Armbanduhr, die braucht man heutzutage schon noch.
sind Zeiten von Handys und Smartphones vielleicht ein bisschen seltener geworden, aber das könnte sein, etwas sein, wo man sagt, das gehört zum täglichen Lebensbedarf dazu. Aber stellen Sie sich vor, die Vollstreckung Schuldnerin, die trägt eine Rolex am Arm. Da würden Sie sagen, ja gut, sie darf eine Uhr haben, aber vielleicht nicht eine für 10.000 Euro. Und das ist so ein Fall, wo man eine Austauschpfändung machen kann. Das heißt, man gibt ihr gewissermaßen einen billigen Ersatz dafür, nimmt aber die Rolex in die Vollstreckung mit rein, einfach nur, um hier Werte zu realisieren. Ich habe eben schon von dem Kuckuck gesprochen. Das ist das, was der 808 meint. Das ist gewissermaßen das Pfandsiegel, was angebracht wird, was draufgeklebt wird auf bewegliche Sachen, was der sonst noch da in der Wohnung ein- und ausgeht, sagt, das hier darfst du nicht wieder mitnehmen. Das ist jetzt Fachterminologie, das verstrickt. Das ist von der Gerichtsvollziehung durch dieses Aufkleben, dieser Kuckuck fliegt nicht weg, zur Grundlage einer Zwangsvollstreckung geworden. Und dann schauen wir auch noch in den rechten Arm dieser Zeichnung hinein, Zwangsvollstreckung in Forderungen. Da brauchen Sie insbesondere 829 und 835. Und auch da lesen wir nochmal kurz rein. Da sehen Sie über dem 828 die Überschrift, jetzt sind wir eben bei der Zwangsvollstreckung in Forderung. Das heißt nochmal, es geht nach wie vor um eine Geldforderung der Gläubigerin, aber jetzt stellen Sie sich vor, sind bei der Schuldnerin keine werthaltigen Gegenstände da, die sie nicht zum Leben braucht, aber die hat gewissermaßen das Konto noch voll. Also greifen wir auf diese Forderungen gegen die Bank etwa zu. So, hier sagt uns erstmal der 828, den ich gar nicht aufgeschrieben habe, das macht jetzt nicht mehr die Gerichtsvollzieherin, sondern das macht das Vollstreckungsgericht. Und dann geht es vor in zwei Schritten, die in 829 und 835 drinstehen. Schauen Sie erstmal nur in die Überschrift. 829, Pfändung einer Geldforderung. Das wird auch gepfändet. Und 835 sagt dann, wenn sie gepfändet ist, dann wird sie überwiesen. Das heißt, so eine Art Zwangsabtretung ist das. Dann gehört gewissermaßen diese Forderung nicht mehr der vollständigen Schuldnerin, sondern dann darf ein anderer einziehen, dann darf sich ein anderer aus dieser Forderung befriedigen, darf gewissermaßen auf die Schuldnerin dieser Forderung, man spricht auch von der Drittschuldnerin, zugehen und darf von ihr das Geld reinholen. Für diese beiden schreibe ich Ihnen noch die beiden Begriffe auf, für diese beiden Vorschriften, die Sie da sehen, Pfändung plus Überweisung. Und da gibt es einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss des Vollstreckungsgerichts. Und Pfändung und Überweisungsbeschluss, den fasst man zusammen zu einem schönen Wort, nämlich PFÜP. Das klingt sehr abgefahren, ist aber eine Fachterminologie, bei der Sie demnächst viele andere nicht so kundige Juristinnen und Juristen und natürlich Laien und Laien beeindrucken können. Ein PFÜP ist ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, den das Vollstreckungsgericht hier erlässt. Und in dem Moment, wenn Sie so wollen, wo dieser PFÜP durch ist, ist die Forderung verstrickt. Das heißt, ist die Forderung reingezogen in dieses Vollstreckungsverfahren. Und die Pfändung als solche, die hat dann nochmal zwei Facetten, die Sie im 829 sehen. Das ist dann das letzte Detail, mit dem ich Sie hier behellige. Das mache ich jetzt mal mit einer anderen Farbe, damit sich das so ein bisschen unterscheidet. Nämlich zum einen, das, was Sie im 829 Absatz 1 Satz 1 lesen, soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen. Also einfach der Fall Bankkonto, das sind ja, wenn ich 100.000 Euro auf der Bank habe, dann habe ich eine Auszahlungsforderung gegen die Bank aus meinem, keine Ahnung, Kontovertrag, Girovertrag, Zahlungsdienstevertrag. So, jetzt sagt uns der 829 Absatz 1 Satz 1, Drittschuldner darf nicht mehr an die Vollstreckungsschuldnerin zahlen. Bank darf natürlich das Geld jetzt nicht mehr auszahlen. Und das nennt man das sogenannte Arrestatorium. Arrestatorium 829.1.1. Noch ein schöner Fachbegriff, mit dem Sie Ihre Umwelt beglücken und beeindrucken können. Und das andere Element des Pfändungsbeschlusses ist das sogenannte Inhibitorium. Und das ist der 829.1.2.
Inhibitorium. Schauen Sie rein. Zugleich hat das Gericht an die Schuldnerin, also die Vollstreckungsschuldnerin, das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihre Einziehung, zu enthalten. Das heißt, unsere Schuldnerin darf jetzt nicht mehr zur Bank gehen, das Geld abheben. Das wird ihr verboten vom Vollstreckungsgericht. Und sie dürfte auch eine sonstige Forderung, da ist es bei so Bankauszahlungsforderungen nicht so einfach, aber es könnte natürlich auch irgendeine Kaufpreisforderung sein, die noch offen ist, die darf sie nicht abtreten. Sie hat sich jeglicher Verfügung an Dritte über diese Forderung zu enthalten. Das nochmal, die beiden Elemente des 829. Zunächst ist für Sie wichtig, dass Sie wissen, dass Sie die aus dem 829 Absatz 1, den beiden ersten Sätzen, herauslesen können. Und dann, wenn Sie dann noch diese beiden lateinisch angehauchten Begriffe in die richtige Zuordnung bringen, wunderbar, dann würde ich sagen, steht auch der mittleren Zweistelligkeit, vielleicht auch der hohen Zweistelligkeit in Ihrer mündlichen Prüfung tatsächlich nichts mehr entgegen. Das war jetzt ein relativ ausführlicher zweiter Punkt. Arten der Zwangsvollstreckung mit nochmal einem besonders herausgehobenen Unterpunkt. Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen. Vielleicht haben sich die Vorschriften, die wir gelesen haben, wenn Sie das dürfen, gelb markiert. Und das hilft Ihnen, sie dann beim Wiederholen nochmal irgendwie aufzufinden. Es ist, glaube ich, wichtig, dass diese Dinge jedenfalls dann, wenn sie neu für Sie sind, dass Sie die doch nochmal irgendwie in Ihr Gedächtnis einschleifen und diese Normen immer wieder lesen. Aber das hat dann den schönen Effekt, dass diese Bereiche der ZPO, mit denen Sie vielleicht bisher noch nicht so viel zu tun hatten, dass die für Sie irgendwie zugänglicher werden. Und das ist etwas, wo ich eingangs sagte, man soll keine Angst davor haben, sondern man soll es sich einfach anschauen. Und wir können jetzt hier im Rahmen dieser Einheit, können wir nicht jede einzelne Vorschrift irgendwie klein lesen. Aber es hilft, glaube ich, manchmal auch schon, gewisse Scharniervorschriften einmal besichtigt zu haben. Denn das hilft dann dabei, sie wiederzufinden und vielleicht einmal, wenn es wirklich eine schwierige Frage ist, wenn Sie vielleicht im Schwerpunktbereich damit über Zwangsvollstreckung etwas ausführlicher brüten, dass Sie dann auch solche Vorschriften auffinden und richtig einordnen können, die Sie bisher noch nie gesehen haben. Sie müssen ja, wie der altbekannte Spruch sagt, manchmal jedenfalls müssen Sie nicht wissen, was im Gesetz drin steht, sondern wissen, wo es steht. Und das führt uns dann auch, in Anführungszeichen, schon in das letzte Drittel dieser kleinen Einführungseinheit, nämlich zum letzten Punkt und dritten Punkt, der in den Ausbildungsgesetzen drinsteht, dessen, was Sie wissen müssen. Und da geht es um Rechtsbehelfe. Ich mache wieder hier ein neues Flipchart auf. Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung. Manchmal ist es ein bisschen anders formuliert, aber genau das ist gemeint. Das bedeutet, jetzt sind wir mal nicht diejenigen, die sich für das Verfahren interessieren, aus der Warte vielleicht auch der Gläubigerin, die sich da interessiert dafür, was die Gerichtsvollzieherin für sie tut, sondern jetzt begeben wir uns mal auf die andere Seite. Ein Perspektivenwechsel kann nie schaden, in die Haut der Vollstreckungsschuldnerin, die vielleicht an mancher Stelle überrascht wird von dem, was da passiert und die sich fragt, kann ich da was gegen machen? Ist das hier alles mit rechten Dingen zugegangen? Und wenn Sie da Rechtsbehelfe prüfen, dann ist es eigentlich eine klassische ZPO-1-Prüfung oder so ähnlich läuft es ja auch im Verwaltungsrecht, das kennen Sie, dass Sie nämlich fragen müssen, ob da ein bestimmter Rechtsbehelf zulässig ist und ob er begründet ist. Wobei die Begründetheit ist etwas, was wir eigentlich mit dem, was wir eben besprochen haben, schon vorweggenommen haben. Bei der Begründetheit einer solcher Maßnahme oder einer solchen Rechtsbehelf gegen eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme, da werde ich immer halt fragen, sind die Verfahrensvorschriften eingehalten worden? Und das ist genau das, was wir uns eben in den Paragraphen 802a folgende bis eigentlich kurz vor den 900 besichtigt haben. Deswegen verschiebt sich hier bei den Rechtsbehelfen in der Zwangsvollstreckung eigentlich das Augenmerk auf die Frage der Zulässigkeit. Und innerhalb der Zulässigkeit insbesondere, jedenfalls mit Blick auf Ihre Examensprüfung, auf die Frage, was ist denn der statthafte Rechtsbehelf? Statthafter Rechtsbehelf. Und da gibt es halt 4 bis 5, die müssen Sie kennen. Und ja, wenn Sie da mal die Vorschriften sich angeschaut haben, dann ist es eigentlich auch relativ einfach zu begreifen, was der Unterschied ist und wie Sie wenn das mal Gegenstand Ihrer Klausur oder mündlichen Prüfung ist, die richtige Schublade auffinden.
Es gibt einen Rechtsbehelf, der steht ein bisschen außen vor. Das ist die sofortige Beschwerde. Schauen Sie mal mit mir rein in den 793. Dann klärt sich vielleicht schon die dringendste Frage mit Blick auf den Anwendungsbereich. Sofortige Beschwerde steht drüber. Gegen Entscheidungen, die im Zwangsvollstreckungsverfahren ohne mündliche Verhandlung ergehen können, findet sofortige Beschwerde statt. Damit ist gemeint Entscheidungen des Vollstreckungsgerichts. Also nicht etwa irgendeine Maßnahme der Gerichtsvollzieherin. Entscheidungen des Vollstreckungsgerichts. Und Beispiel hier wäre, schreibe ich Ihnen vielleicht auch dazu, Beispiel 758a Durchsuchungsanordnung. Schauen Sie mal gemeinsam mit mir in den 758a ZPO rein. Da sehen Sie, in bestimmten Fällen kann das Gericht anordnen, dass durchsucht wird. Wohnung des Schuldners darf, wenn man nicht dessen Einwilligung hat, nur durch eine richterliche Anordnung durchsucht werden. So, wenn Sie jetzt sagen, das ist ja keine Vollstreckung, die Durchsuchung ist eine Vollstreckungsmaßnahme, aber die Anordnung, das ist keine Vollstreckungsmaßnahme. Und deswegen, wenn Sie sich fragen, wie Sie sich gegen diese richterliche Anordnung wehren können, zum Beispiel, weil Sie den Eindruck haben, irgendwie, Sie sind halt mitten im Urlaub und Sie würden als Vollstreckungsschuldnerin gerne dabei sein, wenn Sie sagen, das könnte ein Grund sein jetzt, da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, dann würden Sie sagen, dann ist die sofortige Beschwerde das Mittel der Wahl. Mein Eindruck, im Examen spielt das eher eine untergeordnete Rolle, aber falls Sie es mal irgendwo lesen oder hören, wüssten Sie, was damit gemeint ist. Zweiter Punkt. Die Erinnerung. 766. Schauen Sie in den 766 rein. Da geht es um Einwände gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung oder gegen das vom Gerichtsvollzieher zu beachtende Verfahren. Gegen die Art und Weise, und das heißt, hier oben müsste ich noch ein Gegen da reinschreiben, oben bei der sofortigen Beschwerde, und so schreibe ich jetzt auch hier, gegen formelle Fehler. Der Zwangsvollstreckung. Gegen formelle Fehler der Zwangsvollstreckung. Was könnte das zum Beispiel sein? Das schreibe ich Ihnen auch direkt drunter. Stellen Sie sich vor, da wird eine unpfändbare Sache gepfändet. Wir hatten eben in dem Paragraph 811 gesehen, dass alle Dinge, die unsere Schuldnerin zum täglichen Leben braucht, nicht pfändbar sind. Und wenn trotzdem unter Verkennung dieses Umstands die Gerichtsvollzieherin sie pfändet, dann würden Sie sagen, das ist ein Verstoß gegen die Verfahrensvorschriften für Gerichtsvollzieher, und dann können Sie sich mit der Erinnerung dagegen nicht wehren. Können sich mit der Erinnerung dagegen wehren. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass die Gerichtsvollzieherin gar nicht zuständig ist, weil sie, keine Ahnung, sie leben in Görlitz und es kommt bei Ihnen eine Gerichtsvollzieherin aus Aachen oder so etwas an. Da würden Sie sagen, ist die überhaupt zuständig? Ist jetzt ein Beispiel, das etwas fernab der Examensfälle ist, aber was Ihnen nochmal ein bisschen koloriert, was mit diesen formellen Fehlern gemeint ist, die mit der Erinnerung angegriffen werden können. Nächster Rechtsbehelf geht jetzt, wenn ich schon die formellen Fehler so herausgegriffen habe, offenbar gegen materiell rechtliche Fehler, die mit der Vollstreckung zusammenhängen. Und glücklicherweise, jetzt sind wir nur eine Paragraph weiter, das ist die Vollstreckungsgegenklage. Vollstreckungsgegenklage 767. Also, hier sprechen wir von
materiell-rechtlichen Einwendungen. Die ich der Vollstreckung entgegensetze. Was könnte das sein? Stellen Sie sich vor, Sie sind an sich ja Schuldnerin, Titelschuldnerin, Sie haben ein Urteil kassiert, Sie sollen 5.000 Euro bezahlen. Aber nachdem das Erkenntnisverfahren abgeschlossen ist, Titel wurde Ihnen zugestellt, haben Sie gezahlt. Soll ja vorkommen, dass auch mal man vor Gericht um etwas streitet im Erkenntnisverfahren, aber dass man dann sagt, okay, ich habe das Geld und ich bin, ich achte die Autorität des Gerichts, ich weiß, ich muss jetzt zahlen und das wäre das klassische Beispiel, wo sie dann sagen, okay, ich habe erfüllt und wenn dann aber noch die Vollstreckung betrieben wird, dann würden sie sagen, nein, ich habe einen materiell-rechtlichen Einwand, das, was tituliert ist, das habe ich schon erfüllt, 362 Absatz 1 BGB, daran erkennen sie, das ist ein materiell-rechtlicher Einwand und natürlich muss es ihnen möglich sein, diesen Einwand im Vollstreckungsverfahren zu bringen. Klammer auf, wo kämen wir denn dahin? Erfüllung nach Ergehen eines Urteils. Ergehen eines Urteils. Das ist der einfache Fall. Jetzt gibt es aber zu 767 noch einen Sonderfall, den ich hier mal in roter Farbe einzeichne, weil er besonders häufig ist, jedenfalls in der Examensprüfung, weil er nochmal, wir haben den 767 jetzt noch gar nicht gelesen, aber weil er auch nochmal da einen weiteren Absatz betrifft und ein klassisches Problem, deswegen das sollten Sie unbedingt auf dem Schirm haben. Schauen wir erst einmal in die Vorschrift rein. 767 sagt, dass Einwendungen, die den festgestellten Anspruch selbst betreffen, ist Ihnen, glaube ich, klar. Die sind geltend zu machen, da steht auch direkt die Zuständigkeit, das Prozessgericht drin. So, und jetzt lesen wir aber direkt mal weiter, 767 Absatz 2. Solche Einwendungen, die ich mit der Vollstreckungsgegenklage geltend machen kann, die sind, sagt der Absatz 2, nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie beruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlungen entstanden sind. Will sagen, wenn ich das im Erkenntnisverfahren schon hätte äußern können und ich habe es einfach nicht gemacht, dann soll ich diesen Einwand jetzt nicht im Vollstreckungsverfahren äußern. Für das eben gebildete Beispiel ist das kein Problem, denn da haben wir ja gesagt, es wird nach Abschluss des Erkenntnisverfahrens wird erfüllt. Ich zahle auf das Urteil hin. Aber wie schaut es aus, wenn ich eine Erfüllung habe, die schon, keine Ahnung, vor 3 Jahren stattgefunden hat, schon vielleicht sogar vor dem Erkenntnisverfahren oder während des Erkenntnisverfahrens, in der mündlichen Verhandlung, keine Ahnung, ohne dass die Richterin es gesehen hat, sonst hätte sie so nicht tenoriert, bin ich hingegangen, dann habe ich einen Umschlag mit den beanspruchten 5.000 Euro der Klägerseite auf den Tisch gelegt. So, da habe ich gezahlt, da sagt jetzt der 767 Absatz 2, diesen Einwand hättest du ja schon im Erkenntnisverfahren bringen können, damit kommen uns jetzt nicht mehr im Vollstreckungsverfahren. Und die Technik, damit kommen uns nicht mehr, die ZBO da anwendet, heißt, kennen Sie vielleicht aus ZBO 1, die heißt Präklusion. Damit ist die Schuldnerseite präkludiert, wenn es gewissermaßen ein alter Einwand ist, der schon vorher hätte geäußert werden können. Und für diesen Fall der Präklusion gibt es aber einen Sonderfall. Ich schreibe mal Klassiker darüber. Und der Sonderfall, da geht es um einen Tatbestand, wo tatsächlich der Einwand als solcher erst nach Abschluss des Erkenntnisverfahrens entstanden ist, aber der Rechtsboden war gewissermaßen schon während des Erkenntnisverfahrens reif. Und das klassische Beispiel hier ist eine Anfechtungslage oder vielleicht auch eine Aufrechnungslage. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der beklagten Seite und Sie wissen, den Vertrag, aus dem hier der Kaufpreisanspruch gegen Sie geltend gemacht wird, der ist anfechtbar. Sie sind getäuscht worden, zum Beispiel. Aber Sie erklären im Erkenntnisverfahren die Anfechtung nicht. Oder Sie können aufrechnen, aber Sie machen es einfach nicht. Dann ist natürlich, weil Sie diese Gestaltungserklärung nicht abgeben, ist natürlich der geltend gemachte Kaufpreisanspruch auch noch nicht untergegangen.
Und bis dahin ist das Urteil also richtig. So, jetzt gehen Sie aber nach Abschluss des Erkenntnisverfahrens hin und jetzt erklären Sie die Aufrechnung oder jetzt erklären Sie die Anfechtung. Und dann ist die Frage, können Sie sich auf 767 Absatz 2, sind Sie damit präkludiert? 767.2 sagt, die Gründe, auf denen jetzt mein Einwand beruht, sind erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingetreten. Da können Sie jetzt zu Ihrer Verteidigung sagen, naja, ich habe die Anfechtung oder Aufrechnung ja eben erst gerade nach Abschluss des Erkenntnisverfahrens erklärt. Aber Sie können sich auch schon das Gegenargument vorstellen, dass jemand sagen würde, aber du hättest während des Erkenntnisverfahrens jederzeit diese Erklärung abgeben können. Und wenn du es denn nicht machst, dann ist gewissermaßen das Tellus des 767 Absatz 2 keine unnötigen Verzögerungen und kein unnötig später Vortrag, der für die Entscheidung relevant wäre, wäre auch erfüllt. Also, Anfechtung oder Aufrechnung nach dem Erkenntnisverfahren oder wenn Sie genau sein wollen, gehen Sie auf den Wortlaut nach Schluss der mündlichen Verhandlung, obwohl schon vorher möglich. Ich schreibe jetzt gar nicht mehr verschiedene Ansichten dazu raus, weil ich Ihnen zutraue, dass Sie das aus dieser Problemlage entwickeln können. Rechts, links, Mitte. Mitte ist an der Stelle tatsächlich schwierig. Hier müssen Sie Farbe bekennen für die eine oder andere Auffassung. Für entweder präkludiert oder nicht präkludiert. Und da dürfen Sie sich tatsächlich für beides entscheiden. Beides ist gut vertretbar. Einerseits können Sie mit dem Tellus des 767 Absatz 2 keine unnötige Verzögerung argumentieren. Das spricht eher für eine Präklusion. Das heißt, dann kämen Sie mit dieser Vollstreckungsgegenklage nicht mehr weiter. Andererseits können Sie auch sagen, Wortlaut, naja, diesen Einwand, den gab es noch nicht, weil die Anfechtung noch nicht erklärt war und ich darf längst möglich selbst entscheiden, ob ich diese Anfechtung mache. Da schaut mir keiner in die Motivation herein. Also das kann führen, dass das Letzte zur Präklusion. Ich mache ein Fragezeichen dahinter und schreibe die schönen drei Buchstaben Strpunkt dahinter und dann wissen Sie, das könnten Sie im Examensfall und vielleicht auch sonst mal später im Leben diskutieren und müssten sich dann für das eine oder für das andere entscheiden. Vollstreckungsgegenklage. Jetzt gibt es eine ähnliche Klage, die ist hier mein kleiner Buchstabe D und die steht ein paar Voraussetzungen weiter, nämlich in Paragraphen 71 und das ist die sogenannte Drittwiderspruchsklage. Drittwiderspruchsklage, da geht es genau wie bei 767 ebenfalls um materiell-rechtliche Einwände eines Dritten. Sie sehen, dass 771 die Veräußerung hinderndes Recht zustehe. Das ist jedenfalls was sehr Ähnliches wie die Einwendung, die den Anspruch selbst betreffen aus 767. Damit ist gemeint, so definiert man das in 771, die Frage ist, ob der Fortgang oder die Einbindung eines bestimmten Gegenstands in die Zwangsvollstreckung, ob die gegen letztlich zivilrechtliche Wertungen verstößt. Noch konkreter gefasst, es geht darum, ob ein Dritter selbst materielle Rechte an dem Gegenstand hat, der hier von der Gerichtsvollzieherin gewissermaßen in Beschlag genommen wurde. Also, materiell-rechtliche Einwände eines Dritten und ein Beispiel hier wäre gepfändete Sache gehört einer dritten Person. Stellen Sie sich vor, gegen eine Freundin von Ihnen wird das Vollstreckungsverfahren betrieben und Sie haben irgendeinen werthaltigen Gegenstand, irgendwie, keine Ahnung, einen kostbaren Ring oder ein kostbares Instrument oder sowas, nun mal zufällig bei ihrer Freundin, der vollständigen Schuldnerin, in der Wohnung noch stehen. Jetzt kommt die Gerichtsvollzieherin an und sieht, ah ja, werthaltiger Gegenstand nehme ich mit. So,
Da sagen Sie als Dritte, hoppla, dieser Gegenstand gehört aber doch mir. Ja, und um dieses Recht geltend zu machen, nutzen Sie dann den § 771, die dritte Widerspruchsklage. Und dann bleibt uns nur noch E, die sogenannte Klage auf vorzugsweise Befriedigung. Und die steht ein paar Vorschriften entfernt im Paragraphen 805. Auch da schauen wir mal kurz rein. Der Pfändung einer Sache kann ein Dritter, wir sind wieder beim Dritten, der sich nicht im Besitz der Sache befindet, aufgrund eines Pfand- oder Vorzugsrechts nicht widersprechen. Das heißt, der muss das Verfahren, insofern ist das Klageziel etwas anders, der muss diese Pfändung, die Vollstreckung, muss der laufen lassen, kann er sich nicht dagegen wehren, aber er kann dann darauf klagen, dass er, wenn die Sache versilbert ist, dass er dann vorzugsweise befriedigt wird. Was wäre da ein Beispiel? Da steht ja drin im 805 explizit, da hat jemand ein Pfandrecht zum Beispiel, aber nicht besitzend. Stellen Sie sich vor, sind eine Vermieterin mit Vermieterpfandrecht nach 562 BGB. Und dann kennen Sie die Vorschriften danach, da geht es um das Erlöschen des Vermieterpfandrechts und dann sagt man, wenn gegen Ihren Willen oder ohne Ihr Wissen die Sache entfernt wird, dann erlischt Ihr Vermieterpfandrecht nicht, aber Sie haben halt keinen Besitz an der Sache. Beispiel, Vermieterpfandrecht. Einer nicht besitzenden Vermieterin. So, in diesem Fall, dass die halt leider keinen Besitz hat, kann sie die Vollstreckung eines anderen Vollstreckungsgläubigers nicht aufhalten. Aber sie kann darauf klagen, dass wenn das Ganze versteigert ist und der Erlös da ist, dass sie dann vorzugsweise befriedigt wird. Streitig, auch da mache ich vielleicht nochmal rot hin, wie das mit dem Sicherungseigentum aussieht. Ob das unter den 805 fällt oder unter den 771 ist streitig, aber nach meinem, das dürfen Sie wissen, nach meinem Gefühl findet das eher, kommt das in der Prüfung eher, ist es eher unwahrscheinlich, dass es drankommt. Das alles war jetzt, wenn wir nochmal kurz hochgehen, unter dem Punkt Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung, Zulässigkeit, könnte ich vielleicht noch oben dazu schreiben. Mache meine rote Linie auch noch dorthin. Wir sind in der Zulässigkeitsprüfung eines solchen Rechtsbehelfs. Jetzt haben wir unter Arabisch erstens festgestellt, wie dieser Rechtsbehelf aussehen kann, welche Rechtsbehelfsart oder Klageart hier die richtige ist. Und jetzt gibt es gewissermaßen nur noch zwei Punkte, die eigentlich kleine, große, weitere Bedeutung haben, die ich Ihnen nachrichtlich noch anhänge. Und zwar zum einen die Zuständigkeit ich gehe noch mal einen Schritt rückwärts. Ich sollte hier eigentlich nicht ausschließliche Zuständigkeit schreiben, sondern erstmal nur Zuständigkeit. Und das entnehmen Sie aus den jeweiligen Vorschriften, die wir gerade besichtigt haben. Also um nur ein Beispiel zu nennen, schauen Sie in den Paragraphen 767 rein, bei dem Prozessgericht des ersten Rechtszugs für die Vollstreckungsgegenklage. Oder 771 für die Drittwiderspruchsklage, bei dem Gericht geltend zu machen, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung erfolgt. Das können also unterschiedliche Gerichte sein. Ich schreibe das jetzt erstmal hier so darunter. Das ist das Vollstreckungsgericht. Den Begriff hatten wir schon eben im Paragraphen, hatten wir schon eben, als wir über die Vollstreckung wegen einer Geldforderung gesprochen haben. Das Vollstreckungsgericht ist zuständig für die Erinnerung und Klage auf vorzugsweise Befriedigung
VZWB, Sie wissen, was gemeint ist oder dürfen das bei sich ausschreiben. Dann haben wir jetzt gerade die anderen gelesen. Das steht in den Vorschriften jeweils drin, die ich Ihnen schon genannt habe, also hier 766 und 805. Dann bei der Vollstreckungsgegenklage ist es das Prozessgericht des ersten Rechtszugs. Vollstreckungsgegenklage. Und dann haben wir auch bei der Drittwiderspruchsklage gesehen, Gericht im Bezirk der Vollstreckung. Drittwiderspruchsklage. Und ich glaube, das Kalkül dahinter ist auch klar, nämlich dass jetzt bei diesem... Bei der Drittwiderspruchsklage, da geht es, da ist die Vollstreckung schon unterwegs und jemand wendet sich jetzt gegen diese Vollstreckung, weil er sagt, diese Sache, die da gepfändet wurde, die gehört mir. Dann brauchen wir irgendwie eine örtliche Nähe zu dieser Vollstreckung und deswegen geht es um das Gericht im Bezirk der Vollstreckung. Das kann natürlich zusammenfallen mit dem Prozessgericht, es kann zusammenfallen mit dem Vollstreckungsgericht, aber das sollte man auseinanderhalten. Ich schreibe noch dazu Vorschriften. Siehe oben, und damit sind die jeweiligen Vorschriften für den einschlägigen Rechtsbehelf gemeint, plus 802. Diese Vorschrift haben wir bisher noch nicht besichtigt. Da steht drin, die in diesem Buche angeordneten Gerichtsstände sind ausschließlich. Das heißt, Sie brauchen gar nicht mehr mit anderen Gerichtsständen kommen. Sie können sofort auf diese Gerichtsstände gehen. Dann zitieren Sie noch den 802 dazu und dann wissen Sie, bei diesem Gericht sind Sie. Und letzter Punkt an der Stelle. Rechtsschutzbedürfnis, muss man nicht unbedingt was dazu sagen. Rechtsschutzbedürfnis sagt man eigentlich von Anfang bis Ende der Vollstreckung. Aber bei der Vollstreckungsgegenklage 767, da sagt man schon ab dem Erlass des anzugreifenden Titels. Bei 767 schon etwas früher ab Erlass des Titels. Und worauf wir jetzt nicht mehr eingehen, Begründetheit dieser Rechtsbehelfe, das ergibt sich dann jeweils aus dem, wofür Sie einschlägig sind. Also bei der Erinnerung fragen Sie, gab es irgendwie in dem Vollstreckungsverfahren irgendwelche formellen Fehler, die da sich ereignet haben. Bei der Vollstreckungsgegenklage fragen Sie, gibt es irgendein materielles Recht, zum Beispiel, das ich erfüllt habe, oder Sie diskutieren die Sache mit der Anfechtung oder Aufrechnung, oder bei der Drittwiderspruchsklage, da fragen Sie sich, wie ist es, gibt es irgendein materielles Recht einer Dritten, das hier die Vollstreckung als zivilrechtswidrig erscheinen lässt. Damit können wir tatsächlich auch schon die dritte unserer drei Schubladen schließen. Und wir sind jetzt durch alle für Ihr Examen relevanten und vielleicht dann auch später mal für Ihr Leben relevanten Bereiche des Zwangsvollstreckungsrechts einmal durchgegangen. Wie eingangs gesagt, man kann das alles noch tiefer studieren und es spricht auch überhaupt nichts dagegen. Vielleicht würde ich mich sogar ein bisschen freuen, wenn Sie dieses Video zum Anlass nehmen, zu sagen, ja, tatsächlich, Zwangsvollstreckungsrecht, das ist doch nicht ein abgelegenes, völlig uninteressantes Rechtsgebiet, sondern das kann man sich schon erarbeiten. Wenn Sie sagen würden, das ist ja was, was in der Praxis von Bedeutung ist, Sie wollen später, wenn Sie als Rechtsanwältin Ihre Mandanten beraten, dann wollen Sie auch wissen, was im Worst Case passieren kann, wenn das Erkenntnisverfahren nicht ausreicht, um die Schuldnerin dazu zu bekommen, dass sie die geschuldete Leistung erbringt. Und ich glaube, von diesem Gesichtspunkt her ist es gut, das Ganze ganz bis zu Ende zu denken und zumindest mit den Grundsätzen vertraut zu sein. Und wenn Sie das jetzt zum Anlass nehmen, zu sagen, ja, da mache ich weiter, da mache ich noch eine ZPO-2-Vorlesung, dann kann ich Ihnen sagen, das kommt hier auch in der absehbaren Zeit auf den Kanal drauf. Ist nur die Frage, wann, aber das kriegen wir irgendwann hin. Ansonsten gibt es das vielleicht auch an Ihrer Uni, vielleicht hoffentlich bald auch wieder in Präsenz. Das wäre doch irgendwie schön, und wenn ich da jetzt ein bisschen Appetit für eine solche Veranstaltung für Sie geweckt hätte, würde mich das freuen. Vielleicht sind Sie in so einer ZPO2-Vorlesung dann am Ende nur zu fünft oder zu zehnt, aber die Materie hat es in sich, und
sie kann tatsächlich Spaß machen. Vielleicht lesen Sie auch mal dann so Zeitschriften, denen Sie sonst nicht so begegnen. Zum Beispiel im Back-Online-Account gibt es die Deutsche Gerichtsvollzieher-Zeitschrift, die DGVZ. Da gibt es auch spannende, auch aktuelle Fragen, wo sich aktuell vieles tut. Da gibt es Dinge, die diskutiert werden, worüber Sie theoretisch sogar auch eine Doktorarbeit schreiben können. Und ja, warum das nicht tun? Warum das nicht mal erwägen, etwas vielleicht vom ersten Studienzugriff her ein legendes Thema, aber eins, für das man eigentlich tatsächlich auch nur Werbung machen kann. Ja, zum Schluss habe ich jetzt tatsächlich noch ein Anliegen an Sie. Sie haben vielleicht, wenn Sie schon in die eine oder andere Online-Vorlesung von mir reingeschaut haben, dann haben Sie gesehen, dass ich bisher ein bisschen methodisch anders gearbeitet habe. Auch meine Methodik, die ändert sich natürlich mit der Zeit. Aber ich habe in der Regel sehr viele PowerPoint-Folien gemalt und habe dann auch noch entsprechende Notizen dazu Ihnen zum Download zur Verfügung gestellt. Jetzt habe ich das in diesem Video testweise mal anders gemacht. Sie haben gesehen, die Hälfte des Bildschirms habe ich genutzt, dafür Ihnen Sachen runterzuschreiben, vielleicht in der kleinen Hoffnung, dass Sie tatsächlich auch das abschreiben, vielleicht sogar auf Karteikarten und damit weiterlernen, eben aus dem eingangs geschilderten Gedanken, dass sich mit der Hand durchaus auch sehr, sehr gut lernen lässt. Das war jedenfalls seinerzeit meine Erfahrung. Und wenn Sie anderen Vorlesungen von mir gefolgt sind, dann wissen Sie auch, dass ich die Vorlesungen, die ich jetzt habe im Bereich BGB, ZPO, die sind mit den Sachenrechtsterminen, die im Laufe der nächsten Wochen folgen werden, komplett. Und die werde ich nochmal neu auflegen in regelmäßigen Abständen. Und da denke ich natürlich auch darüber nach, welche Methodik ist gut für Sie. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, ob diese Methodik, die Sie jetzt heute erlebt haben, ob das für Sie passt oder ob Sie meine Handschrift hassen oder ob insgesamt so was Geschriebenes für Sie irgendwie viel schlechter ist als das PowerPoint. Ich könnte es mir vorstellen, das in der Zukunft mit anderen Vorlesungen auch so zu machen, aber dazu brauche ich grünes Licht von Ihnen. Also schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an martin.fries@jura.uni-muenchen.de oder kommentieren Sie einfach unter dieses Video. Es würde mich freuen, da von Ihnen ein bisschen Feedback zu bekommen, bevor die weiteren Vorlesungen, Sie wissen ja, Familien- und Erbrecht steht als nächstes im Sommer an, bevor die in die neue Auflage gehen. Da kann ich Ihr Feedback berücksichtigen. Also melden Sie sich bei mir und ansonsten studieren Sie gut weiter mit ZBO, mit ZBO 2 und allem anderen, was vor Ihnen liegt. Es kann nur besser werden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Alles Gute für Sie und bis bald.